So, willkommen zurück zur Vorlesung Patentrecht. Wir haben heute den vorletzten Termin. Nächste Woche ist der letzte. Da werden wir insgesamt 5 Fälle machen zur Klausurvorbereitung. Wenn Sie die 5 Fälle haben, kriegen Sie in der Klausur 18 Punkte. Dann kann Ihnen nichts mehr passieren. Diese Woche machen wir noch die letzten Themen, nämlich Arbeitnehmererfinderrecht und Gebrauchsmusterrecht. Nächste Woche gehen wir noch ganz kurz aufs Kartellrecht ein, in dem einen Fall, aber das ist dann auch eher Nebensache. Die Gliederung ist relativ einfach. Wir beschäftigen uns zuerst mit dem Gebrauchsmusterrecht. Wenn Sie die tolle Taschenbuchgesetzausgabe haben, ist das da drin. Aber es ist auch im Schönfelder Ergänzungsband das Gebrauchsmustergesetz drin. Das ist, glaube ich, direkt nach dem Patentgesetz, wenn ich mich nicht ganz irre. Das ist relativ kurz. So, Gebrauchsmustergesetz, Frage, was ist das und warum machen wir das hier? Das Gebrauchsmustergesetz, wenn Sie sich ganz an die allererste Veranstaltung erinnern, wo ich über irgendwelche geschichtlichen Sachen geredet habe, kam kurz nach dem Patentrecht, weil man damals davon ausging, Patente gibt es nur für besonders wichtige Errungenschaften, also für große Schritte, und es muss auch irgendwas geben für den kleinen Handwerker um die Ecke, der eine tolle Idee hat, den deutschen Mittelstand, der gefördert werden soll. Die Innovationen für Haushaltsgeräte, der Staubsauger, der einen leiseren Saugautomaten hat, das sollte geschützt werden. Wenn Sie sich dann an unsere dritte Vorlesung erinnern, wissen Sie aber, so schwer ist es gar nicht, ein Patent zu kriegen. Sie brauchen nämlich nur relativ niedrige Voraussetzungen, nämlich Sie brauchen Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Was war der Unterschied zwischen Neuheit und erfinderischer Tätigkeit? Nur mal so als Test, wann ist eine Erfindung neu? Wenn es nicht bereits im Stand der Technik enthalten. Ja, wenn es nicht genau diese Erfindung bereits im Stand der Technik gibt, das heißt, wenn es genau diese Sache wo irgendwo anders schon gibt, ist sie nicht mehr neu. Was ist demgegenüber die Voraussetzung, dass die Erfindung auf erfinderischer Tätigkeit beruhen muss? Wenn sie sich nicht für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik erschließt. Ja, wenn sie sich nicht für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik erschließt, steht in § 4. Frage, was heißt das denn? Was gucken Sie sich denn für die erfinderische Tätigkeit an? Was ist denn da so der Ausgangspunkt? Wenn Sie da von Stand der Technik reden und erschließen, was macht der Fachmann dann wohl? Genau, der Fachmann wird wie aus einem Puzzlespiel sich alles angucken, was es schon gibt und sagen, das kann ich von der Erfindung nehmen, das kann ich von der Erfindung nehmen, das kann ich von der Erfindung nehmen und alles in einen Teil zusammenpacken. Das heißt, bei der Neuheit wird geguckt, ob es die exakt gleiche Erfindung woanders schon gibt. Bei der erfinderischen Tätigkeit wird geguckt, ob wenn ich alles zusammen mache, ob ich dann sozusagen mir die Sache ohne kreativen Schritt entwickeln kann. Also ob jemand, der wirklich nur abschreibt, nur kopiert, einfach zu diesem Ergebnis kommt. Ganz früher hat man gesagt, erfinderische Tätigkeit ist auch was Qualitatives. Es muss sein, dass es ein besonderer kreativer Akt ist. So ähnlich wie im Urheberrecht man früher sagte, ich brauche eine individuelle schöpferische Tätigkeit, ich brauche eine gewisse Schöpfungshöhe, hat man gesagt, ich brauche für den § 4 eine Erfindungshöhe. So ganz triviale Erfindungen sollen nicht patentiert werden, sondern die fallen durchs Raster. Und das Gebrauchsmusterrecht soll genau diese Probleme lösen. Das Gebrauchsmusterrecht hat einen ganz wesentlichen Unterschied zum Patentrecht. Es ist genauso wie das Design ein Registerrecht, was aber nicht geprüft wird. Für diejenigen, die Designrecht gehört haben, wenn Sie ein neues Schnittmuster für Anzüge entwickeln oder einen Aufdruck für irgendwelche T-Shirts oder Badeanzüge, dann können Sie dafür Designschutz beanspruchen
Und dazu wird das Design registriert beim DPMA. Es wird aber nie geprüft, ob das Design wirklich neu ist, sondern es wird einfach mal zu den Akten genommen. Beim Patent haben wir gelernt, auch beim Patent melden Sie erstmal an. Bevor aber das Patent erteilt wird, muss es geprüft werden. Sie erinnern sich, es muss geprüft werden. Das heißt, da zahlen Sie eine Prüfungsgebühr und dann wird geguckt, ob es neu ist, auf erfinderische Tätigkeit beruht, gewerblich anwendbar ist und so weiter und so fort. Dafür zahlen Sie Geld. Das Patent ist also ein geprüftes Recht. Das Gebrauchsmuster ist ein ungeprüftes Recht. Was ist der evidente Vorteil eines ungeprüften Rechts? Warum sollte man Rechte ohne Prüfung überhaupt erteilen? Warum macht man das? Es ist deutlich schneller. Beim Patent kann es teilweise durchaus 3 Jahre dauern, bis das Patent erteilt ist. Das Gebrauchsmuster kriegt man momentan innerhalb von 4 Tagen. Im allerallerschlimmsten Fall, wenn Sie irgendwas total falsch machen, dauert es 1 Woche. Aber spätestens nach 7 Tagen ist das Gebrauchsmuster Ihres. Da kriegen Sie eine schöne Urkunde, Sie können sogar eine Schmuckurkunde bestellen, da ist da so ein Siegel drauf und mit Franzen dran. Aber das Gebrauchsmuster ist Ihres. Das klingt auf den ersten Blick viel cooler als ein Patent, weil es geht halt sofort. Beim Patent müssen Sie ewig warten, Sie müssen viel mehr Geld bezahlen. Was sind die Nachteile des Ganzen? Der erste Nachteil ist, das Patent kann auf maximal 20 Jahre erteilt werden. Und jedes Patent wird auch zunächst mal auf 20 Jahre erteilt. Es erlischt nur, wenn Sie nicht die Verlängerungsgebühren bezahlen. Beim Gebrauchsmuster sagt das Gesetz, das Gebrauchsmuster wird zunächst nur für 3 Jahre erteilt. Sie können es aber auf Antrag verlängern, allerdings für eine Höchstdauer von 10 Jahren. Nach 10 Jahren ist das Gebrauchsmuster auf jeden Fall weg. Das ist halb so lang wie das Patent. Dann sagen Sie, naja, das ist ja relativ unspektakulär. Dann gibt es im Gebrauchsmusterrecht einen inhaltlichen Unterschied. Im Gebrauchsmusterrecht ist es nämlich so, dass Sie keinen Schutz für Verfahren kriegen. Sie erinnern sich, Sie kriegen Patente für Erzeugnisse, also zum Beispiel für Mikrofone oder Flaschen oder Tetrapacks. Sie kriegen Patente aber auch für Verfahren. Ein besonders effizientes Verfahren, um einen Tetrapack leer zu trinken, ist zum Beispiel, wenn Sie damit Schwung draufdrücken, dann spritzt nämlich oben alles raus. Das ist ein Verfahren, das könnten Sie patentieren. Ja? Entleeren eines Tetrapacks ohne Saugen, nämlich durch drückende Verpackung. Das können Sie als Gebrauchsmuster nicht. Gebrauchsmuster gehen nur auf Erzeugnisse. Als ich das noch gelernt habe, mussten das körperliche Gegenstände sein. Da sagte man, es muss irgendwas sein, was man in die Hand nehmen kann. Heute sagt man, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass es am Ende ein Produkt hat. Egal, ob dieses Produkt jetzt auf irgendwelche Leiterbahnen geätzt wird oder in Chemiegläsern ist, Produkt ist Produkt. Dann diese ganzen ethisch fragwürdigen Vorschriften, so wo Tiere künstlich aus Gentechnik erzeugt werden. Sie kennen da, es gab diese Maus mit dem Ohr oben drauf oder wenn Sie kreuzen, Katze und Skorpion, haben Sie eine Skorpionkatze oder sowas. All das kriegen Sie nicht durch Gebrauchsmuster geschützt, sondern alles, was mit Gentechnik zu tun hat, ist ausschließlich Patentrecht. Steht in § 1 Absatz 2. Dann kommt was Schönes, nämlich die Neuheit ist deutlich einfacher formuliert. Werden wir uns gleich nochmal ansehen. Und schließlich, Sie brauchen nur einen erfinderischen Schritt. Sie brauchen keine erfinderische Tätigkeit, sondern es reicht ein Schritt. Der Gesetzgeber wollte mit dem Schritt ausdrücken, dass es nur wie eine Bewegung zur Seite ist, während die erfinderische Tätigkeit quasi wie so Laufen auf dem Laufrad ist, reicht hier so schon der elegante Seitschritt. So war die Idee. Da aber die Voraussetzungen für den Patentschutz so niedrig sind heutzutage, ist das praktisch das Gleiche. Sie kriegen für alles, für das Sie ein Gebrauchsmuster kriegen, grundsätzlich auch ein Patent. Das macht also keinen Unterschied. Zurück zu unserem Ausgangspunkt. Das Gebrauchsmuster wird nicht geprüft. Das hat einen erheblichen Unterschied zur Folge bei den Streitigkeiten, wenn das Gebrauchsmuster verletzt wird.
Wenn Sie aus einem Patent klagen, dann haben wir gelernt, kann der Gegner nicht einwenden, das Patent sei zu Unrecht erteilt worden. Was muss man nämlich tun, wenn man sagt, dieses Patent hätte es so nie geben sollen, dieses Patent ist unwirksam? Was tun Sie dann? Wenn jemand Sie wegen Patentverletzung verklagt und Sie sagen, das ist doch ein Quatschpatent, wie das zustande gekommen ist, weiß ich gar nicht. Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren? Ja, Sie müssen dann ein Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren einleiten. Und die Testfrage ist, wer ist denn zuständig für dieses Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren? An wen wenden Sie sich da, wenn Sie sagen, das Patent ist unwirksam? Fangen wir mal mit dem Einspruchsverfahren an. Wie funktioniert das Einspruchsverfahren rein praktisch? Das ist nicht schwierig. So ein bisschen wie Remonstration. An wen wenden Sie sich da? Das muss man noch nicht mal nachlesen, kann man einfach durch logisches Denken erschließen. An wen würden Sie sich wenden, wenn Sie einen Einspruch einlegen? An jeweils erteilende Behörde, das heißt bei einem deutschen Patent, an wen wenden Sie sich? Da, wer erteilt deutsche Patente? Das DPMA in München. An wen wenden Sie sich, wenn Sie ein europäisches Patent haben, was auch Wirkung für Deutschland hat? Wer erteilt das? Das Europäische Patentamt. Das Europäische Patentamt. Und wo sitzt das Europäische Patentamt? Ja, das ist eine interessante Frage. Wo sitzt das? Wo fahren Sie denn da hin? Nein, das war früher das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt, jetzt Europäisches Amt für geistiges Eigentum, aber die sind nicht für Patente zuständig. Wer erteilt europäische Patente? Das Europäische Patentamt. Was ist die Ermächtigungsgrundlage für das Europäische Patentamt? Also was ist die Grundlage dafür, dass die Patente erteilt? Ist das irgendwie so wie bei der Unionsmarke, die Unionsmarkenverordnung, oder wie kommt es denn zu diesen europäischen Patenten? Anders gefragt, gelten europäische Patente nur in den EU-Staaten oder gelten die in allen EU-Staaten? Zwingend? Immer? Manchmal? Vielleicht? Das ist eine Testfrage. Hat das irgendwas mit der EU zu tun? Fangen wir damit mal an. Klingt da noch EU, europäisches Patent? Die Frage ist schon relativ leitend, würde ich sagen. Europäisches Patent, wo kommt das so her? Das sitzt auch in München, ja. Das sitzt genau auch in München, das Europäische Patentamt. Frage, ist es eine Behörde der EU? Sind das alles Beamten der EU, die da sitzen? Was ist denn das Europäische Patentamt für eine Stelle? Haben wir in der allerersten Vorlesung gesprochen. Das wäre das Gemeinschaftspatent, was es noch nicht gibt. Soweit sind wir noch nicht. Aber ja, die wären das. Aber beim europäischen Patent sind mehr dabei sogar. Es sind über 28 Staaten dabei. Sie können nicht nur europäische Patente für die 28 EU-Mitgliedstaaten machen, sondern auch für mehr Staaten sogar. Also, was können wir daraus schließen, wenn man für mehr Staaten als für die EU-Staaten europäische Patente kriegen kann? Kann es dann eine Regelung der EU sein?
Nein, das ist ein eigenes Abkommen und dieses eigene Abkommen heißt EPÜ, Europäisches Patentübereinkommen. Und dieses Europäische Patentübereinkommen ist die Grundlage, aufgrund derer das Europäische Patentamt geschaffen worden ist. Und das ist eine eigene zwischenstaatliche Organisation, die nichts mit der EU zu tun hat, die nichts mit Deutschland zu tun hat. Das ist einfach sowas wie die UNO oder die WIPO, also World Intellectual Property Organization. Die sitzen da einfach und kassieren Geld. Die sitzen also auch in München. Und was haben wir noch über das Europäische Patent gelernt, wo wir schon dabei sind? Ist das so ähnlich wie eine Unionsmarke? Sie haben ein Patent und das gilt dann in allen Staaten, die da Mitglied sind in diesem Übereinkommen. Wie funktioniert das denn? Ja, es ist doch auch so ein Bündelrecht eigentlich, so ein internationales. Ja, es ist ein Bündelrecht. Jetzt ist die Frage, was bedeutet denn ein Bündelrecht? Wie funktioniert denn Bündelrecht? Ja, man hat quasi in jedem Land, für das man das wollte, ein eigenes Patent, das ist aber gebündelt in diesem einen. Genau. Sie beantragen einmal ein Bündel von Patenten und wenn alles gut geht, kriegen Sie dann am Ende ein Patent für Deutschland, ein Patent für Frankreich. Das heißt, die Bündelung endet irgendwann, dann zerfasert das, so bildlich gesprochen. Also stellen Sie sich jetzt vor, wie so ein Kabel, wo innen drin ganz viele Leitungen liegen. Am Anfang ist das verbunden und am Ende spalten sich die Enden auf. Frage beim Einspruchsverfahren. Geht der Einspruch dann nur gegen das Deutsche, den deutschen Teil des europäischen Patents, oder geht er gegen alle Staaten, die ein Bündelpatent beantragt ist? Also wenn Sie Einspruch einlegen, wogegen geht das? Geht das nur gegen den deutschen Teil oder geht das gegen das komplette Bündel? Gegen eine Faser oder gegen alles? Was meinen Sie? Das ist auch relativ intuitiv, auch wenn man das nicht weiß. Können Sie nicht. Warum würde es keinen Sinn machen, das einzeln anzugreifen, wenn Sie überlegen, wer dafür zuständig ist, darüber zu entscheiden? Wer entscheidet über den Einspruch gegen ein europäisches Patent? Das Europäische Patentamt soll im Rahmen des Einspruchsverfahrens nochmal prüfen können, ob das Patent zu Recht erteilt worden ist. Da die Voraussetzungen aber immer die gleichen sind, kann es nicht sein, dass es sagt, ja, das haben wir zu Unrecht für Deutschland erteilt, aber zu Recht für Spanien. Also entweder ist es für alle Staaten zu Unrecht erteilt worden, oder ist es für alle Staaten zu Recht erteilt worden. Das heißt, es kann entweder komplett wegfallen oder komplett erhalten werden. Gut, das war das Einspruchsverfahren. Merken Sie sich, das Einspruchsverfahren ist immer da einzulegen, wo das Patent herkommt. Beim deutschen Patent in Deutschland, beim europäischen Patent, beim europäischen Patentamt. Wie sieht das aus mit der Nichtigkeit? Wie machen Sie die Nichtigkeit denn geltend? Geht das auch beim Patentamt? Können Sie auch einen Antrag stellen und sagen, ich beantrage, die Nichtigkeit festzustellen? Wie können Sie ein Patent für nichtig erklären lassen? Das ist ein gerichtliches Verfahren. Und vor welchem Gericht klagen Sie denn da wohl? Amtsgericht, Landgericht, Oberlandesgericht, BGH? Wo würden Sie klagen, wenn Sie sagen, das Patent ist ja unwirksam? Dieses Patent verletzt die Menschenrechte. Wo klagen Sie da? Ja, beim Bundespatentgericht. Erstens ist das Bundespatentgericht zuständig. Wie ist es bei europäischen Patenten? Wo klagen Sie denn da? Also bei diesem Bündelpatent. Wo würden Sie da klagen? Das ist jetzt nicht überraschend. Überlegen Sie, wo könnten Sie klagen? Wo stellt sich das praktische Problem an dieser Stelle? Das praktische Problem ist es ja, dass man das dann auf einer Übereinkunft beruht, auch diese Übereinkunft oder einen zweiten Schritt vielleicht auch
Gericht, also ein europäisches Patentgericht, sozusagen geschaffen werden müsste, oder hätte geschaffen werden müssen? Ja, es hätte geschaffen werden müssen. Es wird auch demnächst geschaffen, möglicherweise, wenn der Bundestag mal mit den entsprechenden Abgeordnetenzahlen zusammenkommt. Sie wissen, das Bundesverfassungsgericht hat das entsprechende Ratifikationsgesetz gestoppt, weil die entsprechende Mehrheit im Bundestag nicht vorhanden war. Also die haben zwar mit Dreiviertelmehrheit dem Gesetz zugestimmt, allerdings waren nur 40 Abgeordnete im Saal in dem Moment. Und Sie wissen, für Gesetze, die Kompetenzen deutscher Gerichte auf die EU übertragen, braucht man ein Quorum, was 2/3 der gesetzlichen Mitglieder des Bundestages entspricht. Und das sind 40 Leute mal bei weitem nicht. Und deshalb hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dieses Gesetz ist verfassungswidrig. Endlich mal, was man in der Klausur prüfen kann, formell verfassungswidrig, nicht materiell. Es war einfach nur Verfahren nicht eingehalten. Ein Lehrbuchfall für Staatsorga. Aber gut. Unabhängig davon, es gibt kein Gericht. Also, was bleibt dann noch übrig, wenn es kein Gericht gibt, auf europäischer Ebene, kein zwischenstaatliches Gericht, was für alles zuständig ist? Wer kann dann nur noch darüber entscheiden? Wenn es schon ein Bündelpatent ist, wer wird dann wohl zuständig sein? Wenn es ein Bündel ist, wird es auch irgendwann entbündelt? Ja, es ist Sache des jeweiligen Mitgliedstaates zu entscheiden, wie es behandelt wird. Und was denken Sie, wie die in Deutschland behandelt werden? Das ist wenig überraschend. Wie werden europäische Patente wohl in Deutschland behandelt? Wer ist zuständig für die Nichtigkeitsverfahren bezüglich europäischer Patente? Wenn Sie jetzt Gesetzgeber wären, wie würden Sie es lösen? So viele Möglichkeiten haben Sie ja nicht, wem Sie es zuweisen können. Wer hat die meiste Kompetenz dafür, sich dazu zu äußern? Das Bundespatentgericht. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Wir haben gesehen, für das Einspruchsverfahren ist zuständig das Europäische Patentamt bei europäischen Patenten, das DPMA für nationale Patente. Wir haben auch gesehen, für Nichtigkeitsverfahren ist zuständig für nationale Patente das Bundespatentgericht und für europäische Patente auch das Europäische Patentgericht. Was ist die Rechtsfolge, wenn das Europäische Patentgericht, wenn das Bundespatentgericht zu dem Ergebnis kommt, dass das europäische Patent nicht hätte erteilt werden dürfen? Was ist die Rechtsfolge der Entscheidung des Bundespatentgerichts? Was denken Sie, wird dann passieren? Das Bundespatentgericht sagt, Patent ist völlig nichtig, es hätte nie erteilt werden dürfen. Beim deutschen Patent ist es einfach, dann ist es halt weg. Dann ist es von Anfang an nichtig, extunk. Aber wie ist es beim europäischen Patent? Was wird dann wohl passieren? Ziemlich offensichtlich. Wenn Sie jetzt dieses Übereinkommen gemacht hätten, was dieses große Problem hat, dass halt irgendwie die Nichtigkeit entstehen kann, wie würden Sie das Problem lösen, wenn es schon um ein Bündelpatent geht? Ja, dass man auch das komplett nichtig ist. Das wäre die einfachste Möglichkeit, aber wer würde da möglicherweise nicht begeistert von sein? Ja, das Problem ist, es kann ja Staaten geben, die besonders streng sind im Patentrecht. Sagen wir mal Marokko. Marokko ist auch Mitgliedstaat, sagt, wir sind total gegen Patente. Und die erklären ein Patent nach dem anderen für nichtig. Nichtig, 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 nichtig. Dann würden die auch für Deutschland alle wegfallen. Das wollen die Deutschen vielleicht aber nicht haben. So viel Vertrauen haben die nicht untereinander, die Staaten. Die Staaten misstrauen sich alle gegenseitig. Und deshalb darf jeder Staat nur für sein Staatsgebiet das Patent für nichtig erklären. Das heißt, das Bundespatentgericht entscheidet nicht über die Nichtigkeit des gesamten Patentes, sondern nur über die Nichtigkeit von dem deutschen Teil des europäischen Patents. Das heißt, die prüfen, ob der deutsche Teil nichtig ist, der Rest bleibt davon unberührt.
Das Einspruchsverfahren geht gegen alle, weil das wird auf europäischer Ebene zentral abgehandelt. Das Nichtigkeitsverfahren wird für jeden Staat separat gehandhabt. Klar die Logik dahinter? Und jetzt zurück zu unserem Gebrauchsmuster. Kann man beim Gebrauchsmuster sich damit verteidigen und sagen, das ist nichtig? Was meinen Sie? Können Sie sagen, du verklagst mich hier auf Schadensersatz aus dem Gebrauchsmuster, aber das hätte nie erteilt werden dürfen? Dieses Gebrauchsmuster ist zu Unrecht da. Ich hätte gesagt, dass man sich dagegen wehren will, damit wehren können muss, weil sie noch nie geprüft worden ist. Ja. In der Tat, Sie können sich gegen das Gebrauchsmuster mit einer Wiederklage erheben oder einfach auch mit dem Nichtigkeitseinwand. Sie können sagen, du hast gar kein Gebrauchsmuster, dein Gebrauchsmuster ist wertlos. Das heißt, diese Idee, dass das Amt selber oder ein Gericht für Nichtigkeit nicht erklären muss, greift nur beim geprüften Patent. Das Gebrauchsmuster ist im Grunde erstmal in der Welt, aber jeder Richter kann sagen, das ist unwirksam. Jeder einzelne Richter in jedem Verletzungsprozess. Wenn Sie das Gesetz mal kurz durchblättern, ist das der einzige Weg, wie ein Gebrauchsmuster zunichte gemacht werden kann, dem Verkehr entzogen werden kann. Was können Sie tun bei einem Gebrauchsmuster? Einen Löschungsantrag stellen? Sie können einen Löschungsantrag stellen. Wo stellen Sie den? Beim Patentamt. Beim Patentamt. Wer prüft den dann? Die Abteilung. Die Prüfabteilung. Das heißt, dann haben Sie ähnlich wie beim Patent eine echte Prüfung, dann gucken Sie sich das an. Das heißt, Sie können auch ein Löschungsverfahren anstrengen. Sie haben also parallel die Variante, entweder Sie warten, bis Sie verklagt werden und verteidigen sich dann damit, dass es nichtig ist, oder wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie beim Amt einen Löschungsantrag stellen. Warum sollten Sie einen Löschungsantrag stellen? Was ist der praktische Vorteil? Was denken Sie? Läuft man nicht Gefahr, dass hinterher aufrechterhalten wird und man schon verletzt hat? Gut, das ist das eine Problem. Wenn Sie nicht 100% sicher sind, ist das natürlich der Weg, wie Sie Sicherheit verschaffen können. Aber was vor allen Dingen, denken Sie mal rein praktisch, was ist das Problem bei einem Zivilprozess? Wenn Sie so vor Gericht stehen, welche Probleme haben Sie da rein praktisch? Ja, grundsätzlich ein Prozessrisiko. Ja, Sie müssen im Zweifel die Kosten des Gegners bezahlen, wenn Sie verlieren. Gerichtsprozesse sind verdammt teuer. Diese Amtsverfahren sind a. sehr billig und b. die Behörde prüft von Amts wegen alles, was da so ist. Das heißt, Sie müssen sich gar nicht so viel Gedanken machen. Die steuern sozusagen die Behörde in die richtige Richtung und sagen, macht mal. Das heißt, Sie müssen da nicht genaue Anträge stellen, Beweismittel benennen und sowas, sondern die machen das von sich aus. Dieses Verfahren ist extrem kostengünstig. Sie haben keine Kostendeckungspflicht für den Gegner und das Amt prüft von Amts wegen. Das heißt, dieses Verfahren ist total gut, wenn Sie das geklärt haben möchten. Bei der Wiederklage oder bei der Einwendung haben Sie die ganzen Probleme des Zivilprozesses. Sie haben die Kosten, wenn Sie verlieren. Sie haben den Beibringungsgrundsatz. Sie haben den Antragsgrundsatz. Es ist alles teuer und anstrengend. Gut, kommen wir zu den Details. Wenn Sie § 3 Gebrauchsmustergesetz vergleichen mit § 3 Patentgesetz, dann fallen Ihnen hoffentlich zwei Unterschiede auf, die ich hier rot unterstrichen habe. Der eine Unterschied ist, ist ein bisschen viel, dass da steht, im Geltungsbereich dieses Gesetzes erfolgte. Was soll das bedeuten? Es geht nur um den Schadensersatz in Deutschland und nicht weltweit. Ja, das heißt, das Gesetz sagt, wenn eine Erfindung ausschließlich in China benutzt wird oder ausschließlich in Australien benutzt wird, dann kann die in Deutschland immer noch als Gebrauchsmuster angemeldet werden. Aber wenn Sie das Gesetz komplett lesen, dann sehen Sie was? Worauf bezieht sich dieses im Inland? Nur
Ja, schriftliche Beschreibungen gelten weltweit. Warum meinen Sie, ist das so, dass ein Gebrauch in China oder in Australien oder in Brasilien unproblematisch ist, aber eine schriftliche Beschreibung, egal wo sie ist, egal in welcher Sprache, immer zum Nachteil des Anmelders gereicht? Warum ist da sozusagen die Grenze doch weg? Weil es einfacher nachzuvollziehen ist, ob es irgendwo niedergeschrieben ist, also ob das tatsächlich jemand eben tut, ohne dass man es weiß, wenn man nicht angewiesen ist? Die Idee ist, dadurch, dass es schriftlich niedergelegt ist, hat die Öffentlichkeit ohnehin die Chance, an die Information dranzukommen. Wenn irgendjemand was in China macht, mag es sein, dass die Öffentlichkeit das nie erfährt, weil die Öffentlichkeit nicht in China ist. Im Internet kann man aber jeden Text weltweit lesen. Das heißt, Textinformationen verbreiten sich ohnehin sehr schnell. Da muss man niemanden dafür belohnen, dass er es auf den deutschen Markt bringt. Aber derjenige, der erstmalig ein Produkt, was ausschließlich im Ausland irrelevant ist, hier reinbringt, der soll belohnt werden mit einem 10-jährigen Schutzrecht. Das ist der erste Unterschied. Der zweite Unterschied, den sehen Sie in Satz 2. Eine innerhalb von 6 Monaten vor dem für den Zeitraum der Anmeldung maßgeblichen Tag erfolgte Beschreibung oder Benutzung bleibt außer Betracht, wenn sie auf der Ausarbeitung des Anmelders oder seines Rechtsvorgängers beruht. Was meint denn das? Was soll das denn bedeuten? Ja, in der Tat, wenn der Erfinder hier seine Erfindung der Öffentlichkeit vorführt, dann ist erstens seine eigene Vorführung irrelevant und zweitens auch alle, die das dann nachgemacht haben nach dieser Vorführung, können sozusagen noch ihr Recht verlieren. Das heißt, ich habe eine Neuheitsschonfrist von 6 Monaten. Ich kann 6 Monate lang das noch nachanmelden und erhalte trotzdem ein Gebrauchsmuster. Warum hat man diese Neuheitsschonfrist hier, aber nicht im Patentrecht? Können Sie sich das erklären, warum man hier sagt, ach komm, 6 Monate, hast noch Zeit, kann es immer noch retten mit dem Gebrauchsmuster? Warum hat man das gemacht? Was ist der Sinn dahinter? Viele Staaten haben sowas nicht, kann ich Ihnen sagen. Die Schweiz zum Beispiel, wenn wir ein deutschsprachiges Land wollen, die Schweiz kennt sowas nicht. Schweiz sagt, Pech gehabt, einmal offenbart, für immer raus. Also warum hier und nicht im Patentrecht? Vielleicht, weil es ursprünglich ein anderer Bereich war, das war das Patent, wenn man höhere geistige Schöpfung und Gebrauchsmuster. Minderwertigere Produkte gewesen sind und bei solchen Produkten ja vielleicht die mehr auf Alltagstauglichkeit oder auf den Gebrauch im Alltag abgezählt war, dass man sagte, man belegt eben so eine Probephase in dem Sinne zu. Ja, in der Tat, man sagte, weil das hier normalerweise kleine Massenmarktprodukte ohne große wissenschaftliche Forschung sind, die eben vom Mittelstand gemacht werden, also vom kleinen Handwerker, der Installateurmeister, der Elektriker, der zufällig entdeckt, dass man einen Schalter auch falsch rum einbauen kann, der soll ein Recht daran kriegen. Und diese Leute sind rechtlich so ungeschult, dass bei denen die Gefahr besteht, dass sie sagen, oh, guck mal da, was ich Tolles gemacht habe und dadurch ihr Patentrecht verlieren wollen. Und weil man diese kleinen Leute, den Mann von der Straße, der man eine gute Idee gehabt hat, schützen will, hat man gesagt, soll noch 6 Monate lang nachanmelden. Denn in diesen 6 Monaten wird sich vielleicht zeigen, dass alle das jetzt so machen. Dann sagt er, oh Mist, hätte ich mal ein Patent beantragt. Und das soll den kleinen Mann schützen. Er soll die Chance haben, das noch nachzuholen. Er kriegt dann nicht so ein richtig tolles Patent, aber immerhin 10 Jahre lang so ein bisschen Schutz. Sie sehen Gerechtigkeit in Deutschland. Der zweite Unterschied ist, wenn Sie sich den 3-Patent-Gesetz angucken, haben Sie da diese ganz tolle Regelung mit den Patentanmeldungen mit älterem Zeitrang. Sie erinnern sich daran? Haben wir darüber gesprochen. Obwohl die Patentanmeldung nicht öffentlich ist, wird sie trotzdem zum Stand der Technik gerechnet. Diese Regelung gibt es nicht im Gebrauchsmusterrecht. Das Gebrauchsmusterrecht sagt, es ist wirklich absolute Neuheit
und da hat man dann Pech gehabt. Das heißt, die Anmeldung kann nicht entgegengehalten werden. Es wird also sehr schnell ein Gebrauchsmuster gewährt. Die Voraussetzungen sind viel niedriger als beim Patent. So, dann kommen wir zum erfinderischen Schritt. Wir haben dieses Gebrauchsmusterrecht über 100 Jahre gehabt und bis heute wissen wir nicht genau, was es bedeutet. Die Rechtsprechung sagt, es geht um eine Problemlösung, die vom Fachmann nicht ohne weiteres zu erwarten, sondern ihm nur zuzutrauen ist, wenn er über seine bloße Routine hinausgehend intensivere Überlegungen anstellt. Was soll das bedeuten? Das soll bedeuten, es ist mehr als das, was der ohnehin jeden Tag macht, aber es muss nicht unbedingt so innovativ sein, dass wir sagen, der Fachmann wäre nie drauf gekommen. Mehr als der Alltag, weniger als die Revolution. Die erfinderische Tätigkeit ist in jedem Fall hinreichend. Immer dann, wenn erfinderische Tätigkeit vorliegt, liegt erst recht ein erfinderischer Schritt vor. Demgegenüber ausgeschlossen sind alle Maßnahmen, die zum handwerklichen Können gehören. Was bloßes Handwerk ist, ist nicht erfasst. Es muss eine kreative Leistung zu berücksichtigen sein. Frage, was bedeutet das? In der Praxis können Sie sagen, im Grunde immer dann, wenn Sie ein Gebrauchsmuster kriegen, würden Sie auch ein Patent kriegen. Weil die Anforderungen für ein Patent sind heute so niedrig, weil Sie sagen, es muss nicht naheliegen, dass Sie da immer auch ein Patent kriegen können. Wenn es auf dem handwerklichen Können beruht, kriegen Sie weder Patent noch Gebrauchsmuster. Wenn es nahe liegt, wird es im Zweifel aber immer auf handwerklichen Können beruhen. Dann ist es nämlich keine kreative Leistung. Das heißt, dieser erfinderische Schritt, der vom Gesetzgeber als große Innovation gehandhabt wurde, ist eigentlich relativ witzlos. Das Gebrauchsmuster wird schnell eingetragen, weil nur geprüft wird, ob wirklich die formalen Voraussetzungen erfüllt sind. Dazu gehört, dass Sie das richtige Formular verwendet haben, die Gebühr gezahlt haben und das richtig ausgefüllt haben, das heißt Ihren Namen richtig eingetragen haben. Alles andere wird nicht geprüft. Es gibt keine inhaltliche Prüfung. Das ist wie im GmbH-Recht, wo ich Ihnen gesagt habe, wenn Sie die Liste der Gesellschafter einreichen, die Liste des Aufsichtsrates, wird die im Handelsregister online gestellt, ohne dass geprüft wird, ob die Namen richtig sind. Genauso hier, es wird einfach nur das genommen, was Sie einliefern, sofern die Gebühr gezahlt ist und der Name stimmt. Die Formalia der Einreichung finden Sie in § 4 bis 4b Gebrauchsmustergesetz. Da werden Sie feststellen, das ist recht unspektakulär. Wenn das Ganze erteilt ist, wird es zunächst für 3 Jahre erteilt, aber Sie können immer wieder Aufrechterhaltungsgebühren zahlen und kommen damit auf maximal 10 Jahre. Aufrechterhaltungsgebühren kennen Sie aus dem Markenrecht vielleicht, auch da müssen Sie immer wieder für die Aufrechterhaltung des Markenschutzes Geld zahlen. Wenn Sie nicht zahlen, wird einfach nicht verlängert. Die Zahlung erfolgt vorab für den Zeitraum, das heißt, Sie haben dann wieder verlängert um die jeweiligen Jahre. Die Fristen werden taggenau berechnet und zwar ab dem Tag der Anmeldung. Das heißt nicht ab dem Tag der Eintragung und auch nicht ab dem Jahresende. Viele denken, es würde ab 31.12. laufen. Das läuft taggenau. Wenn Sie also am 4.3. anmelden, endet es auch irgendwann am 4.3. beziehungsweise am 3.3. 24 Uhr. Die Rechtsfolgen der Gebrauchsmusterverletzung sind wieder die gleichen, die Sie auch kennen aus dem Patentrecht, dem Urheberrecht, dem Markenrecht, dem Geschmacksmusterrecht, beziehungsweise das Designrecht und überhaupt im gewerblichen Rechtsschutz. Sie können zunächst Unterlassung verlangen nach § 24 Absatz 1. Unterlassung heißt, Sie können verlangen, dass jemand anderes nicht Erzeugnisse herstellt, die mit Ihrem Gebrauchsmuster identisch sind. Zweitens können Sie nach 24.2 Schadensersatz verlangen. Schadensersatz auch hier wie immer mit der dreifachen Schadensberechnung. Was heißt dreifache Schadensberechnung? Welche 3 Möglichkeiten sind das? Wenn die Lizenzgebühren der tatsächlich
Gewinn des anderen oder der tatsächlich eigentlich den Schaden verursacht? Ja, also Sie können verlangen Lizenzanalogie, das heißt das Geld, was auf dem Markt üblicherweise für eine Lizenz Ihres Gebrauchsmusters anfallen würde. Das ist praktisch der Regelfall. Zweitens können Sie verlangen Gewinnabschöpfung, das heißt Auszahlung der tatsächlich erzielten Gewinne aufgrund Ihres Gebrauchsmusters. Drittens können Sie verlangen Schadensersatz im engeren Sinne, das heißt Ihre Verluste einschließlich der entgangenen Gewinne. Also entweder Abschöpfung der fremden Gewinne oder Ausgleich der entgangenen Gewinne, 252 BGB. Deshalb dreifache Schadensbrechen, weil Sie drei Möglichkeiten haben. Und Sie müssen sich für eine der drei entscheiden. Ansonsten haben wir den Vernichtungsanspruch. Vernichtungsanspruch bedeutet schlicht, Sie können verlangen, dass bereits hergestellte Erzeugnisse vernichtet werden. Auch hier, wie im Urheberrecht und Patentrecht, können Sie verlangen, dass Vorrichtungen, die zur Herstellung benutzt werden, zerstört werden. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Maschinen habt, mit denen ihr Erzeugnis hergestellt wird, können Sie verlangen, dass diese Maschinen zerstört werden. Ergänzend gibt es einen Auskunftsanspruch. Auskunftsanspruch bedeutet, dass er Ihnen sagen muss, an wen er es verkauft hat und über die Vertriebswege, wie er es vertrieben hat, damit Sie möglicherweise sich an die Endkunden wenden können, von denen die Sache herausverlangen können. Hinzu kommt Urkundenvorlage, wenn es irgendwelche Dokumente gibt und schließlich Einblick in irgendwelche Bankunterlagen. Also Sie sehen, der Schutz ist ähnlich stark wie beim Patent. Das Problem liegt also nicht darin, welche Ansprüche Sie kriegen. Das Problem liegt darin, dass Sie das Risiko haben, dass das Gebrauchsmuster im Rechtsstreit für unwirksam erklärt wird und damit das Ganze Ihnen um die Ohren fliegt, weil es halt vorher nie geprüft ist. Ja, wie verhält sich das Gebrauchsmusterrecht zum Patentrecht? Grundsätzlich haben Sie ein Wahlrecht. Sie können für Ihre Erfindung entweder ein Gebrauchsmuster oder ein Patent anmelden. Das ist also Ihre freie Entscheidung, was Sie wollen. In der Praxis ist es regelmäßig so, dass sogar beides beantragt wird, parallel. Können Sie sich vorstellen, warum man sowohl ein Gebrauchsmuster als auch ein Patent anmeldet? Warum sollte man das tun? Ja, weil man ja mit dem Gebrauchsmuster schon früher bekommt, also für diesen Zeitraum, in dem das andere das Patent dann geprüft wird, hätte man dann schon. Ja, beim Patent kriegen Sie grundsätzlich bis zum Moment der Erteilung nichts, bis auf diesen 33 mit dem Entschädigungsanspruch, der keine praktische Relevanz hat. Beim Gebrauchsmuster können Sie vom ersten Tag an Unterlassung und Schadensersatz geltend machen. Das heißt, beim Gebrauchsmuster sind Sie von vornherein mit dabei. Und während das Patent noch geprüft wird, können Sie schon Ansprüche geltend machen und Lizenzen erteilen. Deshalb machen die Leute das. 40 Patentgesetz ermöglicht Ihnen dann, wenn Sie ein Gebrauchsmuster alleine angemeldet haben, dass Sie aus dem Gebrauchsmuster ein Patent machen. Sie können also ein Gebrauchsmuster in ein Patent umwandeln. Wenn Sie das innerhalb eines Jahres machen, dann gilt der Zeitpunkt der Anmeldung des Gebrauchsmusters als Anmeldung eines Patents. Es wird also so getan, als hätte ich von Anfang an ein Patent angemeldet. Paragraph 5 erlaubt Ihnen die sogenannte Abzweigung. Sie haben ein Patent angemeldet und wollen jetzt, weil das Patentamt Ihnen Schwierigkeiten macht, doch lieber ein Gebrauchsmuster haben. Dann gilt, wenn Sie von Paragraph 5 Gebrauchsmustergesetz gebraucht machen, die Patentanmeldung als Gebrauchsmusteranmeldung. Es wird also so getan, als hätten Sie von Anfang an kein Patent angemeldet, sondern ein Gebrauchsmuster. Das hat praktische Bedeutung dann, wenn irgendwie eine Vorveröffentlichung nicht schriftlicher Art vorliegt oder wenn Sie selber das Patent genutzt haben, bevor es angemeldet worden ist. Dann können Sie noch ein Gebrauchsmuster kriegen, wegen dem Paragraphen 3, aber kein Patent mehr. Das Patentamt wird Ihnen das mitteilen und dann sollten Sie schleunigst diesen Antrag nach Paragraph 5 stellen und können zumindest noch ein Gebrauchsmuster aus dem Verfahren rausretten. Diese Abzweigung ist deshalb wichtig, weil Sie in der Praxis normalerweise es nicht mehr schaffen können, ein Gebrauchsmuster nachträglich anzumelden, weil bis das Patent etwas gemerkt hat, sind schon 2 Jahre vorbei
Und dann ist auch die Neuheitsschonfrist des Paragraphen 3 Gebrauchsmustergesetzen vorbei. Die Abzweigung sichert Ihnen also, wenn es im Prüfungsverfahren auffällt, dass Sie es vor Anmeldung öffentlich genutzt haben, dass dann der Zeitpunkt der Patentanmeldung als Zeitpunkt der Gebrauchsmusteranmeldung gilt. Das ist der ganze Trick. Ja? Also von Gebrauchsmuster zu Patent geht nach § 40 Patentgesetz innerhalb eines Jahres. Von Patent zu Gebrauchsmuster geht jederzeit nach § 5 durch Abzweigung. Patente und Gebrauchsmuster können kollidieren. Wenn ein Gebrauchsmuster erteilt worden ist und nun auch ein Patent für die gleiche Sache erteilt wird, darf das Patent nur mit Zustimmung des Gebrauchsmusterinhabers genutzt werden. Da das Patent allerdings 20 Jahre läuft und das Gebrauchsmuster nur 10 Jahre, kommt irgendwann der Punkt, in dem nur noch das Patent übrig bleibt, aber auch nach diesem Zeitpunkt kann der Patentinhaber keine Unterlassung vom Gebrauchsmusterinhaber verlangen. Der hat ein Vorbenutzungsrecht und darf sein Gebrauchsmuster weiter nutzen. Er kann es allerdings nicht lizenzieren oder ähnliches, das gilt nur für die eigene Benutzung. Wurde ein Patent erteilt und jemand anderes erreicht später ein Gebrauchsmuster, dann ist dieses Gebrauchsmuster von Anfang an nichtig, weil das Gebrauchsmuster nicht über das Patent hinausgeht. Das Patent ist das stärkere Recht und wenn ein stärkeres Recht besteht, erliegt immer das schwächere. Da aber nie geprüft wird, muss das natürlich geltend gemacht werden. Deshalb muss jemand ein Löschungsverfahren einleiten nach 17 Gebrauchsmustergesetz und erst dann wird das unwirksame Gebrauchsmuster gelöscht. Ja? Das zum Verhältnis von Gebrauchsmustern und Patenten. Nochmal, viele Staaten kennen kein Gebrauchsmuster, weil die sagen, entweder Patent oder gar kein Schutz. Deutschland möchte mit dem Gebrauchsmuster die kleinen Handwerker schützen, die gute Ideen haben, aber nicht in der Lage sind, ein Patent anzumelden, weil sie die Bedeutung nicht erkannt haben oder weil sie kein Geld dafür haben. Also ein billiger Schutz für den kleinen Mann auf der Straße. Die praktische Bedeutung hat abgenommen, weil einerseits die Gebühren gesunken sind für das Patent und andererseits die Anforderungen an die erfinderische Tätigkeit gesunken sind. Trotzdem auch heute noch beliebt, weil eben in der Zeit zwischen Antragstellung und Patenterteilung sonst kein vernünftiger Schutz besteht. Dann kommen wir jetzt zum Arbeitsrecht. Arbeitsrecht lieben Sie alle sehr. Und Deutschland ist einer von insgesamt 4 Staaten in dieser Welt, die ein Arbeitnehmererfinderrecht haben. Arbeitnehmererfinderrecht bedeutet Folgendes. Sie haben ein Unternehmen. Sagen wir, Sie sind Bayer AG oder Daimler AG. Und Sie beschäftigen Leute, deren Aufgabe es ist, tolle neue Sachen zu erfinden. Die sollen Krebsheilmittel erfinden, neue Farben für die Straße, Autos, die ohne Strom fahren, all das sollen die machen. Und dafür sitzen die den ganzen Tag da. Bis auf diese 4 Staaten, sagen alle Staaten der Welt, das ist deren arbeitsvertragliche Pflicht. Und wenn die das machen, ist das schön, dann kriegt halt der Arbeitgeber das Patent und die kriegen ihr Gehalt. Deutschland regelt das anders. Deutschland sagt, eine Erfindung ist ein freudiges Ereignis und freudige Ereignisse müssen belohnt werden. Und deshalb hat jeder Erfinder, auch wenn er dafür angestellt ist, Anspruch auf eine angemessene Entschädigung, wenn er eine Erfindung macht. Erfindungen werden belohnt, auch wenn sie ein hohes Gehalt kriegen. Dazu hat Deutschland ein Arbeitnehmererfindergesetz. Und das Arbeitnehmererfindergesetz ist ein Gesetz, was nicht ganz so einfach ist. Es definiert zunächst mal, was eine Erfindung ist in § 2. Und es unterscheidet dabei 2 Arten von Erfindung, nämlich die Diensterfindung und die freie Erfindung. Was das ist, sehen wir gleich noch. Merken Sie sich aber schon mal im Grundsatz,
für Diensterfindungen gibt es eigene Vorschriften in Paragraphen 5 bis 17. Für freie Erfindungen gelten nur 18 und 19. Und dann kennt das Gesetz noch technische Verbesserungsvorschläge. Das ist das, was zu wenig ist, um eine Erfindung zu sein, was also nicht geschützt werden kann, was aber trotzdem dem Arbeitgeber einen Wettbewerbsvorteil bringen kann. Für die haben wir eine einzige Regelung, nämlich Paragraph 20. Gut, ich habe Ihnen gesagt, die grundlegende Entscheidung ist Diensterfindung oder freie Erfindung. Was eine Diensterfindung ist, regelt Paragraph 4 Absatz 2 Arbeitnehmererfindungsgesetz. Und das Gesetz unterscheidet dabei zwischen einer sogenannten Obliegenheitserfindung und einer Erfahrungserfindung. Was meint das? Obliegenheitserfindung meint, wenn derjenige, der für diese Tätigkeit angestellt ist, im Rahmen seiner Tätigkeit was erfindet, handelt er im Rahmen seiner Pflichten, dann ist das eine Obliegenheitserfindung. Das heißt, wenn der Mann in der Forschungsabteilung was erforscht, ist das dein Job, er erfüllt damit seine Obliegenheiten, er erfüllt damit seine Pflichten aus dem Arbeitsvertrag. Damit ist das automatisch eine Obliegenheitspflicht, eine Obliegenheitserfindung. Alles, was im Rahmen Ihrer Labortätigkeit erfunden wird, ist eine Obliegenheitserfindung. Das Gesetz sagt, es gibt daneben aber auch sogenannte Erfahrungserfindungen. Es erfindet jemand außerhalb seiner Pflichten was Tolles. Der Fließbandarbeiter stellt fest, wenn er die Schrauben mit der linken Hand anzieht, statt mit der rechten, ist er doppelt so schnell. Dann nutzt er dazu Erfahrungen, die er im Rahmen seiner Tätigkeit machen konnte. Weil er nämlich im Rahmen seiner Tätigkeit immer diese Schrauben anzieht, weiß er, wie schnell das geht. Kratsch, kratsch, kratsch. Ja? Oder der Pförtner stellt fest, wenn er die Karten mit links und rechts unterschreibt von den Leuten, die rein und raus gehen, dann ist er schneller, dann ist es eine brillante Erfindung. Das gehört aber nicht zu seinen Obliegenheiten, sondern er kann das nur machen, weil er einen Einblick in das Unternehmen hat. Er hat also Insider-Informationen, die er da verwerten kann. Ja, genauso wie Sie hier Insider-Informationen über die Uni kriegen, hat der Insider-Informationen über den Betrieb. Wenn eine der beiden Voraussetzungen vorliegt, also jemand im Rahmen seiner Dienstpflichten die Erfindung gemacht hat oder die Erfindung nur gemacht hat, weil er bestimmte Erfahrungen im Betrieb verwenden konnte, ist es eine Diensterfindung. Wenn keine der beiden Voraussetzungen vorliegt, also weder Erfahrungen genutzt wurden, noch das Ganze im Rahmen der Dienstpflichten gemacht wurde, ist es eine freie Erfindung. Klar die Unterscheidung? Also entweder Sie machen es im Rahmen Ihrer beruflichen Tätigkeit oder in Ihrer Freizeit aufgrund der Erfahrung, die Sie im Beruf sammeln konnten. In beiden Fällen ist es eine Diensterfindung. Es spielt keine Rolle, wann Sie das machen. Wenn Sie in der Badewanne sitzen, eine tolle Idee haben und dabei Erfahrungen verarbeiten, die Sie bei der Arbeit gemacht haben, gehört die Erfindung zu Ihrer dienstlichen Tätigkeit. Was passiert nun mit Ihrer tollen Erfindung? Sie sitzen in der Badewanne und haben die brillante Idee, dass man Tickets mit einem Doppelstempler schneller abstempeln kann oder irgendwas. Dann müssen Sie unverzüglich Ihre Erfindung Ihrem Arbeitgeber in Textform melden. Was bedeutet Textform? Textform, schon mal gehört? Nie. Ist nicht 126 BGB? 126b BGB, ja. Und gab es also Textform auch zum Beispiel E-Mail, oder? Ja. Textform ist alles, was auf einem dauerhaften Datenträger fixiert ist. Dazu gehören insbesondere E-Mail, Fax, aber auch Briefe natürlich. Was nicht darunter fällt, ist die mündliche Mitteilung. Tonband würde aber auch gehen. Also wenn Sie es auf dem Tonband aufzeichnen würden oder als MP3-Datei dem schicken oder als Filmchen, auch das würde reichen. Es muss nicht in Buchstaben sein, es muss nur dauerhaft fixiert sein und in Schriftzeichen umgesetzt werden können. Per Texterkennung oder sowas, Spracherkennung. Früher, als ich noch studiert habe, stand da drin schriftlich. Was ist der Unterschied zwischen schriftlich und Textform? Welches praktische Problem hat bei schriftlich immer? 126 Absatz 1 BGB. Was brauchen Sie für Schriftform?
die Unterschrift. Und in der Praxis war es im Unternehmen immer schon so, dass man nicht jetzt an den Vorstand irgendwas per Brief schickt in einem Umschlag, sondern die meisten Leute haben die Sachen per E-Mail geschickt und E-Mail erfüllte nicht die Schriftform. Deshalb hat man da überall Textform reingeschrieben, um das sicherzustellen. In dem Moment, wo der Arbeitnehmer das gemacht hat, hat er erstmal Ruhe. Allerdings kann der Arbeitgeber innerhalb von 2 Monaten sagen, die Informationen sind unvollständig, unverständlich oder ähnliches. Wenn er innerhalb der 2 Monate nichts gesagt hat, gilt die Meldung als vollständig. Er hat also maximal 2 Monate Zeit, alle Fehler zu entdecken. Und dann hat er insgesamt 4 Monate Zeit, sich zu entscheiden. Der Arbeitgeber hat nämlich 2 Möglichkeiten. Er kann sagen, ich will diese Erfindung haben. Dann muss er das entweder mitteilen und sagen, hör mal, diese Erfindung gehört jetzt mir. Deine Erfindung ist meine. Oder er kann sagen, ich will sie nicht haben. Dann muss er ihm sagen, ich gebe deine Erfindung frei. Wenn der Arbeitgeber nicht sagt, sagt § 6 Absatz 2, gilt das als Erklärung, er nimmt die Erfindung an. Der Grundsatz ist also, der Arbeitgeber will alle Erfindungen fressen. Alles, was der Arbeitnehmer ihm meldet, will er haben. Wichtig sind hier die Fristen. Wenn er nach 4,5 Monaten sagt, will ich nicht haben, ist das zu spät. Dann wird er so behandelt, als hätte er die Erfindung in Anspruch genommen. Bei freien Erfindungen ist das System ein anderes. Bei freien Erfindungen muss der Arbeitnehmer ebenfalls mitteilen, nach § 18 Absatz 1, unverzüglich, sobald er die Erfindung gemacht hat. Aber manchmal ist die Mitteilung entbehrlich. Wenn Sie nämlich in 18 Absatz 3 gucken, kann der Arbeitnehmer sagen, das nützt meinem Chef eh nichts. Wenn diese Erfindung sozusagen von vornherein für das Unternehmen wertlos ist, muss es auch nicht anzeigen. Er trägt aber das Risiko, wenn er es zu Unrecht nicht macht, dann verletzt er seine vertraglichen Pflichten und kann dafür gekündigt werden. Nach dieser Mitteilung hat der Arbeitgeber 3 Monate Zeit zu prüfen, ob es nicht doch eine Diensterfindung ist. Er kann also sagen, Moment mal, das beruht aufgrund auf deinen erfahrenen Unternehmen oder das beruht auf deiner Tätigkeit bei uns. Wenn der Arbeitgeber das behauptet, dann muss er das beweisen und kann dann möglicherweise die Erfindung in Anspruch nehmen. Nach den 3 Monaten greift grundsätzlich nichts mehr. Der Arbeitnehmer kann mit seiner Erfindung machen, was er will. Er kann ein Patent in eigenen Namen anmelden, er kann Gebrauchsmuster anmelden, er kann die der Öffentlichkeit preisgeben, er kann tun und lassen, was er will. Aber wenn er vor Ende seiner Beschäftigung die Erfindung als Patent anmeldet, muss er seinem Arbeitgeber eine einfache Lizenz anbieten. Das heißt, der Arbeitnehmer soll kein Patent gegen seinen Arbeitgeber geltend machen können, sondern er muss ihm eine Lizenz gegen angemessene Vergütung anbieten. Allerdings eine einfache und keine ausschließliche, das heißt, dann konkurriert der Arbeitgeber mit möglichen anderen Lizenznehmern. Sie sehen also, die Verfahren sind grundsätzlich unterschiedlich. Bei der Diensterfindung fällt die Erfindung grundsätzlich an den Arbeitgeber, außer der erklärt ausdrücklich die Freigabe. Bei der freien Erfindung hat der Arbeitgeber gar keine Chance, an die Erfindung ranzukommen, außer an eine einfache Lizenz, wenn der Arbeitnehmer die während seiner Beschäftigungsverhältnisse nutzen will. Deshalb ist der Hauptstreitpunkt immer, ist es eine Diensterfindung oder ist es eine freie Erfindung? Und Sie können sich auch vorstellen, das geht vor allen Dingen um die Erfahrungserfindungen, weil der Arbeitgeber wird immer sagen, diese Erfindung hättest du nie gemacht, ohne die Erfahrung, die du bei mir gemacht hast. Und der Arbeitnehmer wird sagen, nein, das ist mir alles in meiner Freizeit eingefallen, beim Nudelnkochen oder beim Schwimmen in der kalten Badewanne. Und dann streitet man darüber und dann guckt man, wer recht hat. Wenn es eine Diensterfindung ist und die nicht gemeldet worden ist oder die Diensterfindung irrig als freie Erfindung qualifiziert wurde
und der Arbeitnehmer meldet die Erfindung in eigenem Namen an, liegt ein Fall der widerrechtlichen Entnahme vor. Sie erinnern sich, Düster, da haben wir darüber gesprochen. Bei der widerrechtlichen Entnahme gibt es nämlich im Grundsatz drei Möglichkeiten, wie der Berechtigte handeln kann. Die erste Möglichkeit ist, er kann Einspruch einlegen. Und der Einspruch hat grundsätzlich welche Folge? Das ist auch ziemlich offensichtlich. Was passiert, wenn der Einspruch einlegt? Der Arbeitgeber sagt, dieses Patent ist zu Unrecht von meinem Arbeitnehmer beantragt worden. Eigentlich ist es meins. Es wird für nichtig erklärt. Aber wir haben auch gesehen, es gibt dazu eine besondere Regelung für die widerrechtliche Entnahme. Was kann man nämlich bei der widerrechtlichen Entnahme machen, wenn man Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme eingelegt hat und das Patent für nichtig erklärt worden ist? Welche Möglichkeit hat man dann noch? Welche besondere? Die ist unabhängig davon. Was können Sie tun bei Nichtigerklärung? Ja. Ja, Sie können nach 7 Absatz 2 die Erfindung neu anmelden in eigenem Namen. Aber was ist die Besonderheit? Warum ist das spannend, dass Sie die Erfindung im eigenen Namen nochmal neu anmelden können? Was ist die Pointe des 7 Absatz 2? Dass die Priorität gilt. Ja, dass die Priorität gilt. Das bedeutet, Sie werden so behandelt, als hätten Sie im damaligen Zeitpunkt angemeldet, als der Arbeitnehmer angemeldet hat. Dasselbe gilt übrigens auch spiegelbildlich, wenn der Arbeitgeber zu Unrecht eine freie Erfindung als Diensterfindung qualifiziert und die in seinem Namen anmeldet, kann dann natürlich der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber entweder die Übertragung nach § 8 verlangen mit Patentvindikation oder er kann Einspruch einlegen und dann das Patent in eigenem Namen nochmal neu anmelden. Unabhängig davon haben wir aber noch natürlich die arbeitsvertragliche Ebene. Arbeitsvertraglich können Sie sowohl Schadenersatz geltend machen, wegen Verletzung Ihrer Rechte, 241.2. Sie haben ein Recht auf das Patent, was Ihnen entweder der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber entzogen hat. Außerdem können Sie eine Kündigung aus wichtigem Grund erklären, mit der Begründung, hier wird erheblich mein Interesse eingegriffen. Der Arbeitnehmer, der Erfindungen für das Unternehmen anmeldet, für das er arbeitet, verletzt damit seine Dienstpflichten. Genauso aber auch verletzt der Chef seine Treuepflichten, wenn er Erfindungen seiner Arbeitnehmer in eigenem Namen anmeldet, die ihm gar nicht zustehen. Das heißt, hier kann man notfalls auch kündigen. Wenn ein Patent oder wenn eine Erfindung in Anspruch genommen wird, erwirbt der Arbeitgeber alle vermögenswerten Rechte nach § 7 Arbeitnehmererfindungsgesetz. Das bedeutet, er erwirbt das Recht auf das Patent, eine etwaig schon laufende Patentanmeldung und auch die Möglichkeit, ein Gebrauchsmuster etc. anzumelden. § 7.2 sagt sogar, alle Zwischenverfügungen, die der Arbeitnehmer möglicherweise schon getroffen hat, sind alle nichtig. Wir haben also hier eine relative Unwirksamkeit, kennen Sie alle aus dem Sachenrecht. Alles, was zwischendurch passiert ist, wirkt nicht gegenüber dem Arbeitgeber, also genauso wie bei der Vormerkung. Es wirkt gegenüber jedem anderen, aber ihm gegenüber nicht. Der Arbeitgeber hat aber dann die Pflicht, das Patent unverzüglich in Deutschland anzumelden, auf eigene Kosten. Ein Gebrauchsmuster darf er nur ausnahmsweise alleine anmelden, nämlich dann, wenn eine Patentanmeldung nicht tunlich ist. Das heißt, wenn er sagt, das ist nach 10 Jahren eh uninteressant, dann lohnt es sich jetzt nicht, hier das Patentverfahren anzustrengen, weil nach 10 Jahren ist es eh langweilig. Das ist jetzt eine Modewelle, das kann man jetzt nutzen, aber danach ist es nutzlos. Ausnahmsweise kann er auch sagen, ich melde nichts an, nämlich dann, wenn es als Geheimnis mehr wert ist. Das kann sein, wenn durch die Patentanmeldung interner offengelegt würden. Zum Beispiel, wie die Maschinen funktionieren, wie die Fabrik aufgebaut ist oder ähnliches. Dann kann er sagen, ich behalte es geheim, was aber nichts daran ändert, dass er trotzdem dem Arbeitnehmer eine Entschädigung zahlen muss.
Bemerkenswerterweise anders ist das Recht zur Patentanmeldung im Ausland geregelt. Grundsätzlich darf der Arbeitgeber das Patent weltweit anmelden. Er hat aber keine Pflicht. Er muss es in Deutschland anmelden, wenn er es übernimmt. Er darf es im Rest der Welt anmelden. Wenn er es im Rest der Welt nicht anmeldet, muss er dem Arbeitnehmer erlauben, das Patent im Ausland anzumelden. Es kann also sein, dass der Arbeitgeber sagt, ich nehme ein deutsches Patent, aber den Rest der Welt, den darfst du machen. Dann kann der Arbeitnehmer ein Patent für China, für Russland, für Australien und für USA anmelden, ohne dass der Arbeitgeber was dagegen machen kann. Der Arbeitgeber hat dann nur das Patent für Deutschland. Allerdings kann der Arbeitgeber verlangen, dass ihm der Arbeitnehmer Lizenzen einräumt, auch hier wieder nur einfache Lizenzen. Das heißt, die Freigabe geht nur so weit, wie es unbedingt sein muss. Der Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung. Der kriegt also Geld dafür, dass sein Arbeitgeber das Patent nutzen kann. Schließlich gibt es beiderseitige Informations- und Unterstützungspflichten. Die Parteien müssen sich also austauschen, damit das ganze Patent A angemeldet wird und B die Vergütung richtig berechnet werden kann. Jetzt wird es schwierig. Ich habe Ihnen erklärt, es gibt die Diensterfindungen und die freien Erfindungen. Und jetzt gibt es noch die frei gewordenen Diensterfindungen. Jetzt fragen Sie sich, was bedeutet das? Das meint nichts anderes als die Fälle, wo der Arbeitgeber gesagt hat, ich möchte dieses Patent nicht haben. Wenn er also sagt, ich beanspruche diese Erfindung nicht, dann wird es zu einer komplett freien Ebene des Arbeitnehmers. Der Arbeitnehmer kann dann mit seiner Erfindung machen, was er will. Er kann sie als Patent anmelden, als Gebrauchsmuster anmelden, gar nicht anmelden, der Welt bekannt machen oder sonst was. Er hat keine weiteren Informationspflichten gegenüber dem Arbeitgeber, er ist komplett raus. Und vor allen Dingen hat er auch keine Pflicht, dem Arbeitgeber eine Lizenz einzuräumen. Der hat also einmal gesagt, er will nicht und damit ist er komplett raus. Allerdings gilt dies nur, wenn der Arbeitgeber wirklich in Textform erklärt hat, dass er es nicht will. Solange er nichts sagt, übernimmt er immer das Patent. Also der schweigende Arbeitgeber will alles haben, nur wenn er explizit sagt, er will nichts, hat er Pech gehabt. Eine ganz ähnliche Variante findet sich in § 16. Wenn die Vergütung an den Arbeitnehmer noch nicht gezahlt ist, kann der Arbeitnehmer innerhalb einer, kann der Arbeitgeber sagen, ich will es doch nicht weiter verfolgen und kann dann innerhalb von 3 Monaten das Ganze einstellen. Innerhalb dieser 3 Monate kann der Arbeitnehmer verlangen, dass ihm das Patent übertragen wird. Er kann also sagen, du hast schon eine Patentanmeldung eingereicht, ich möchte, dass sie in meinem Namen weiterläuft. Wenn also der Chef sagt, ich habe keine Lust mehr auf diese Erfindung, dann hat der Arbeitnehmer einen Anspruch darauf, dass alles, was bisher läuft, an ihn übertragen wird. Auch hier wieder hat der Arbeitgeber aber ein einfaches Nutzungsrecht. Das heißt, der Arbeitnehmer hat die Kosten des Verfahrens, muss aber seinem Chef einräumen, eine Lizenz für die Erfindung, wenn dann das Patent erteilt wird. Sie können sich vorstellen, das Hauptproblem neben dieser schwierigen Anmeldeprozedur ist die Höhe der Vergütung. Das Gesetz sagt, es muss eine angemessene Vergütung gezahlt werden. Was eine angemessene Vergütung ist, ist allerdings nicht ganz so einfach zu berechnen. Nach § 23 ist eine unbillige Vereinbarung immer unwirksam. Das muss spätestens 6 Monate nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses geltend gemacht werden. Sie können sich also vorstellen, sobald die Leute kündigen oder gekündigt werden, geht dann die Klage vor das Arbeitsgericht, dass da nicht genug Geld gezahlt worden ist. Ich habe vor 5 Jahren das und das erfunden und habe dafür nicht genug Geld gekriegt und dann kann man darüber trefflich streiten. Gerade Leute, die aus der Forschungsabteilung sind, haben ganz viele Erfindungen gemacht und dann wird über viel Geld geredet. Da kann man die Abfindung in die Höhe treiben. Um diese Probleme zu lösen, hat man § 12 Arbeitnehmererfindungsgesetz geschaffen und der sagt, es soll innerhalb einer angemessenen Frist eine Vereinbarung zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber getroffen werden über die Höhe der Vergütung.
Solange das Arbeitsverhältnis läuft, hat der Arbeitnehmer aber immer gewisse Hemmungen, da zu tief in die Tasche des Arbeitgebers zu greifen und lässt sich leicht mit wenig Geld abspeisen. Weil er möchte ja nicht rausfliegen, er möchte ja nicht verärgern. Das Gesetz sagt, wenn die sich nicht einig werden, dann kann der Arbeitgeber einseitig die Vergütung festsetzen. Er sagt dann, du kriegst 10 Euro im Monat. Diese einseitige Festsetzung muss spätestens nach 3 Monaten erfolgen. Dann steht das einseitig fest. Der Arbeitnehmer hat dann 2 Monate Zeit zu widersprechen. Wenn er nicht widerspricht, gilt die Vereinbarung als wirksam, außer sie ist grob unbillig, dann ist sie ohnehin unwirksam. Und schließlich hat 12 Absatz 6 eine Sonderregelung zur Störung der Geschäftsgrundlage. Wenn die Erfindung sich als profitabler herausstellt als gedacht, kann der Arbeitnehmer nochmal eine Erhöhung der Vergütung verlangen. Wenn also auf einmal das Produkt sich verkauft wie warme Semmeln, kann er mehr verlangen. Umgekehrt kann der Arbeitgeber aber keine Rückzahlung für die Vergangenheit verlangen. Das heißt, wenn der Arbeitgeber gezahlt hat, ist das Geld weg. Da wir hier im Arbeitsrecht sind, hat man sich bemüht, eine Regelung zu einer netten Einigung zu schaffen, eine gütliche Einigungsregelung in 28. Und der sagt, es gibt ein Schiedsverfahren. Dieses Schiedsverfahren wird beim DPMA durchgeführt und da wird dann versucht, die Interessen der Beteiligten in einen Ausgleich zu bringen. Jetzt die Frage, wie kommt man auf diese angemessene Vergütung? Und wenn Sie in § 11 Arbeitnehmererfindungsgesetz schauen, steht da drin, das Bundesministerium erlässt hierzu Leitlinien. Und es gibt auch diese Leitlinien. Wenn Sie so eine tolle Gesetzessammlung wie die hier haben, werden Sie feststellen, die ist da abgedruckt. Da stellen Sie fest, diese Leitlinien sind brandaktuell aus dem Jahr 1960. Da wird noch von D-Mark geredet, das ist alles ganz modern. Was diese Richtlinien aber im Kern sagen, ist diese tolle Formel, V gleich E mal A, FEA könnte man sagen. V steht für Vergütung, E steht für Erfindungswert und A steht für Anteilsfaktor. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Sie zur Ermittlung der Vergütung 2 verschiedene, soll man sagen, Faktoren in dem Produkt berücksichtigen muss. Zunächst mal zum Anteilsfaktor. Der Anteilsfaktor soll ausdrücken, welche Bedeutung hat die eigene Leistung des Arbeitnehmers und welche Bedeutung hat der Betrieb insgesamt an der Erfindung gehabt. Und dazu hat man sich ein Punkteprogramm überlegt. Jetzt fragen Sie sich, wie funktioniert das? Ich habe Ihnen das versucht aufzumalen. Es gibt eine fließende Skala von 1 bis 6. Und Sie müssen sich in Bezug auf den konkreten Erfinder fragen, wie ist er denn zu seiner Aufgabenstellung gekommen? Im Worst Case ist es so, dass der Chef gesagt hat, so, du kriegst jetzt diesen Koffer und versuche den bitte zu öffnen mit einem Schraubenzieher. Dann kommen Sie auf den Faktor 6. Der Faktor 6 bedeutet, dass das überwiegend vom Unternehmen geleitet worden ist und derjenige selbst einen ganz geringen Anteil hatte. Der eigene Anteil ist niedrig, der Unternehmens ist hoch. Spiegelbildlich dazu ist, außerhalb der eigentlichen Tätigkeit erfindet der Arbeitnehmer was ganz Tolles. Zum Beispiel der Pförtner, der in seiner Pförtnerkabine auf einmal die Quantenphysik neu erfindet. Dann gehört es nicht zu seiner Aufgabe, Quantenphysik zu machen, aber er hat es gemacht, dann hat er einen niedrigen A-Faktor. Ja, Sie sehen, A geht je höher, desto schlechter. Dazwischen sind dann so Sachen wie, ich habe aufgrund meiner Betriebszugehörigkeit erkannt, dass es da Probleme gibt und ich habe aufgrund meiner Betriebszugehörigkeit erkannt, dass man diese Probleme am besten so schnell wie möglich löst. Zum Beispiel sehe ich, meine Kollegen meckern immer, es gibt nicht genug Donuts zum Mittagessen. Dann denke ich mir, es muss ein Gerät geben, was Donuts schneller produziert. So müssen Sie sich das vorstellen. Aber ist es, wenn sich die Vergütung letztlich aus der Multiplikation mit diesem Wert zusammensetzt, das sei total doof, dass die 1 die beste auch? Also wir kommen gleich dazu. Es gibt da noch einen Trick bei. Okay.
Das ist nämlich nur sozusagen, das sind, wie soll man sagen, Vorwerte. Dann haben wir das zweite Kriterium. Das zweite Kriterium ist, wie sind Sie zu der Lösung dieses Problems gelangt, was Sie auf dem anderen Weg erlangt haben. Dazu hat man eine andere Methode entwickelt. Man hat nämlich gesagt, es gibt drei Faktoren. Diese drei Faktoren sind, Sie haben das mit Hilfe der beruflich geläufigen Überlegungen gefunden, Sie haben das aufgrund Ihrer betrieblichen Arbeit und Erkenntnisse gefunden oder Sie haben das durch den Betrieb mit technischen Hilfsmitteln unterstützt erlangt. Das heißt, wie viel hat der Betrieb geleistet und wie viel haben Sie geleistet? Und wenn alle drei Faktoren vorliegen, kriegen Sie einen Faktor von 1. Wenn nur zwei vorliegen, kriegen Sie einen Faktor von 3. Das soll dann gewichtet werden, frei nach Auge. Da gibt es dann keine Checkliste. Und dann gibt es das dritte Kriterium. Welche Rolle haben Sie im Betrieb? Und da gibt es dann einen 8-Punkte-Plan. Der 8-Punkte-Plan endet mit dem Leiter der Forschungsabteilung. Der kriegt nur einen Punkt. Und es beginnt mit dem Hilfsarbeiter ohne Hauptschulabschluss. Wir sagen, derjenige, der Chef der Forschungsabteilung ist, der wird ohnehin dafür bezahlt. Derjenige, der Hilfsarbeiter ist, für den sind wir besonders stolz, wenn er doch irgendwas erreicht. Jetzt kommt die Testfrage, was meinen Sie, wie sieht das aus mit dem Geschäftsführer oder dem Vorstand für Rechnungswesen? Wo würden Sie den auf dieser Skala einordnen? 1 bis 8. Der Buchhalter. Der 1-0er-Jurist. Wo ist der Jurist mit 18 Punkten auf dieser Skala? Bei der 8. Warum ist der Jurist genauso gut wie der Hilfsarbeiter ohne Hauptschulabschluss? Weil er ja keine Ahnung von der Erfindung hat. Ja, weil wir von Leuten, die technisch gebildet sind, nicht erwarten können, dass sie Ahnung von Technik haben. Ja? Also die kriegen dann auf einmal hohe Werte. Und dann wird es nämlich ganz schwierig. Da gibt es eine Umrechnungstabelle, die das Ganze in Prozentsätze umrechnen soll. Und Sie sehen, es gibt maximal 20 Punkte, die Sie erreichen können mit diesem Test. Wenn Sie auf 20 Punkte kriegen, dann kommen Sie auf 100%. Wenn Sie auf 3 Punkte kommen, kriegen Sie 2%. Und Sie sehen, die Skala ist nicht ganz linear, die ist sogar ziemlich kurvig, wenn Sie die aufmalen. Wenn Sie hier sind, bei 19 oder 20, ist es im Zweifel eh eine freie Erfindung. Dann gibt es ohnehin keine Möglichkeit, weil dann hat er es durch Zufall erlangt, weil er hat weder die Erfahrungen noch seine Fähigkeit aus dem Unternehmen genutzt, dann hat er einfach nur zufällig eine Erfindung gemacht. Also, je mehr Sie nach rechts kommen, desto eher kommen Sie in Gefahr, dass es gar keine Diensterfindung mehr ist. Nochmal, es zählt nicht diese Summe. Die Summe ist völlig egal. Die Summe ist sozusagen nur umzurechnen in diese Prozentzahlen. Das ist einfach nur, um Sie zu verwirren. Damit haben Sie den einen Wert, jetzt brauchen Sie noch den anderen Wert, nämlich den Erfindungswert. Wie viel ist eine Erfindung wert? Und dazu sagen diese Richtlinien, gibt es 3 Methoden. Die erste Methode ist, Sie haben konkrete Einnahmen. Wenn Sie nachweisen können, dass durch diese Erfindung Lizenzen vergeben worden sind oder ähnliches, dann können Sie verlangen, dass ein bestimmter Prozentsatz von diesen Einnahmen an Sie als Erfinder geht. Dann kann der Erfinder also sagen, es wurden mit meiner Erfindung 1 Million gemacht, mein Anteil an dieser Erfindung ist 20%, dann kann 20% von 1 Million verlangt werden. So ist die Idee. In vielen Fällen wird das Unternehmen aber Sachen selber herstellen und die kleine Erfindung wird ein Teil einer großen Sache. Sie wissen, Sie kaufen einen Rasierer von Philips, und allein im Scherkopf eines Philips-Rasierers sind 82 Patente drin. Das heißt, das Ding kostet 30 Euro. Sie können ausrechnen, das einzelne Patent hat einen Wert, der läuft gegen 0. Und deshalb wird hier eine Lizenzanalogie angewandt. Man guckt also, wie viel würde ein Unternehmen zahlen, wenn es die Sache nicht selber erfunden hätte,
sondern von einem Dritten lizenzieren würde. Jetzt sagen Sie, woher soll man das wissen? Dazu haben diese Richtlinien Vorschläge, was übliche Lizenzsätze in bestimmten Branchen sind. Da können Sie dann gucken, im Maschinenbau sind üblich Margen von, ich glaube, 2% bei einer Stückzahl, die unter XY liegt. Das wird also wirklich dann ausgerechnet und das können Sie hier anwenden. Das Gesetz unterscheidet dann weiterhin, wie solche Lizenzen üblicherweise sind, entweder umsatzbezogen oder stückbezogen. Auch da, sagt das Gesetz, gilt das branchenübliche. Das heißt, bei Elektrorasierern mag was anderes gelten als bei Staubsaugern, mag wieder was anderes gelten als bei Autos. Da guckt man also, wie werden Lizenzen üblicherweise auf dem Automarkt vergeben, auf dem Rasierermarkt vergeben oder auf dem Küchengerätemarkt vergeben. Ganz besonders problematisch ist schließlich die dritte Berechnungsmethode, nämlich die Berechnung nach dem betrieblichen Nutzen. Da steht eine verwirrende Formel mit Pi und Strichen. Diese Formel sagt was ganz Einfaches. Sie gucken vorher den Gewinn, deshalb Pi wie Profit, abzüglich der Kosten. Und Sie vergleichen die Kosten, die jetzt mit der Erfindung erreicht werden und den Gewinn, mit denen, die ohne die Erfindung erreicht worden sind. Sie gucken also vorher, nachher und sagen, durch die Erfindung haben wir einen höheren Gewinn von X erreicht, indem wir entweder die Kosten gesenkt haben oder die Erträge erhöht haben und kommen damit auf einen höheren Gewinn. Und von dem wird dann der Anteil berechnet, das heißt, es wird nur der Anteil an Differenz berechnet. In der Praxis hat sich regelmäßig die Lizenzanalogie bewährt, wie immer, aber auch die anderen Methoden kommen gelegentlich zum Einsatz. In der Praxis spielt Arbeitnehmererfinderrecht eigentlich immer nur dann eine Rolle, wenn ein Arbeitnehmer das Unternehmen verlässt. Solange die Leute da arbeiten, ist denen alles egal. Sobald sie das Unternehmen verlassen, wollen sie Geld sehen. Zweitens trifft diese Regelung natürlich besonders hart ausländische Unternehmen, insbesondere amerikanische Unternehmen, die diese deutschen Regelungen nicht kennen und denken, wir zahlen unserem Entwicklungsleiter einen Gehalt von 1 Million im Monat, da müssen ja wohl ein paar Erfindungen inklusiv sein. Aber nach deutschem Recht kriegt auch der Forschungsleiter von Google oder Microsoft oder sonst was, wenn er in Deutschland arbeitet, eine Sondervergütung. Ist das abdingbar? Nein, das ist zwingendes Recht. Das gehört sogar zum Ordre Publik, das heißt, selbst mit IPR kommen Sie drum herum. Wenn Sie deutsche Arbeitnehmer haben, dann gilt dieses Recht. Das zwingen wir der Welt auf. Die Japaner auch, die Koreaner auch. Also es sind nicht nur die Deutschen, aber alle anderen sind in Asien. Das ist nicht, wir sind hier in Europa die Einzigen, die dieses Prinzip hochhalten. Jetzt fragen Sie sich, was das für eine blöde Regelung ist. Der Gesetzgeber hat sich damals gedacht, wenn wir die Arbeitnehmer belohnen für gute Ideen, dann wird der deutsche Arbeitnehmer innovativer sein als der amerikanische, der ein höheres Gehalt kriegt und keine Sonderprämien. Deshalb haben wir eine gesetzliche Sonderprämie für Erfindungen. Wenn Sie noch ganz lustige Regelungen sehen wollen, können Sie mal in 42 Arbeitnehmererfindergesetz gucken. Da steht dann drin, das gilt auch für Professoren. Diese Regelung ist neu, also was heißt neu, die ist jetzt 20 Jahre alt, aber diese Regelung ist neuer, weil die Professoren haben sich jahrzehntelang dagegen erfolgreich gewehrt und haben gesagt, wir genießen Freiheit von Forschung und Lehre. Und früher war es immer so, dass Professoren, die Erfindungen machten, also in der Chemie und der Physik, selber das Patent kriegten, das Geld kriegten und die Uni davon keinen Cent sah. Das heißt, die forschten in ihrem Labor in der Uni auf Kosten des Staates und das Geld ging dann an den Professor, der dann wunderbar sich einen Urlaub damit finanzieren konnte. Das ist nicht mehr ganz so schlimm heutzutage. Heute haben wir da etwas ausgeglichene Regelungen, aber auch heute ist es so, ob Sie bei Bayer arbeiten oder an der Uni, ist schon ein Unterschied. Der Uni-Professor kann deutlich mehr Gewinn aus einer Erfindung machen als der Mann, der in der Privatwirtschaft forscht. Gut, das zum Arbeitnehmererfinderrecht. Wie gesagt, Arbeitnehmererfinderrecht ein großer Markt in der Praxis, weil Arbeitnehmer in Führungspositionen öfter mal die Unternehmen wechseln und dann diese Klagen kommen und dann kommen immer überraschende Ergebnisse raus. Wir sehen uns dann nächste Woche mit 4 mittelgroßen Fällen. Ich überlege noch, ob ich Ihnen die Sachverhalte vorher online stelle. Ja, vielleicht mache ich die Sachverhalte vorher online, dann können Sie es schon mal vorher durchlesen. Ich hoffe, dass Herr Rottmann das Skript auch hochgeladen hat. Da steht alles nochmal drin. Und es kommt auch nur das dran, was im Skript drin steht. Das heißt, Sie müssen jetzt nicht Details im Arbeitnehmererfinderrecht oder Gebrauchsmusterrecht lernen.
Das ist alles nicht so spannend. Die Klausur wird, habe ich schon gesagt, aus mehreren kurzen Fällen bestehen. Sie müssen das jetzt nicht im Gutachtenstil perfekt lösen, sondern einfach nur die relevanten Normen raussuchen und dann was dazu schreiben. Gut, bis nächste Woche.